Valiant Hearts, The Great War. Neues Spiel, neues Glück, neues Let's Play. Wieder was Kleines, Kunstvolles. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir werden es ja sehen. Drücken wir mal die Starttaste. Optionen und Untertitel sind ein. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich starte ein neues Spiel, jawohl. Geht's los. Frei nach den Ereignissen, die sich zwischen 1914 und 1918... 1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Der arme Karl. Ein paar Tage später. Armee, Terre, Ordre. Ja, das scheint wohl der Einberufungsbefehl zu sein. Kann leider kein Französisch. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel, Valiant Hearts. Ihr merkt schon, das Ganze spielt im Ersten Weltkrieg. Das Ganze ist mal wieder sehr kunstvoll aufgezogen. Wir sind bei der Einberufung. Jawohl. Was auch immer der erzählt hat. Ein Dreieck für irgendwelche Bücher, da drücken wir doch mal hin. Aha. Fakten. Hier gibt es anscheinend verschiedene Sachen, die man sich angucken kann. Alles klar, Fakten. Die Kriegserklärungen. Im Juli 1914 führte das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger aufgrund der europäischen Bündnissysteme zu einer Kettenreaktion, die einen bewaffneten Konflikt heraufbeschwor, der selbst die Kolonien in Afrika und Asien und schließlich auch die USA erfasste. 1. August, Deutschland erklärte Russland den Krieg. 3. August, Deutschland erklärte Frankreich den Krieg. 4. August, Großbritannien erklärte Deutschland den Krieg. 11. und 12. August, Frankreich und Großbritannien erklärten Österreich-Ungarn den Krieg. Das alles wegen einem Attentat? Ah ja, okay, die müssen es ja gewusst haben damals. Da war das halt so. So. Truppenstärke und Heeresaufbau. Im Kaiserreich war jeder Deutsche im Alter zwischen 18 und 45 Jahren wehrpflichtig. Am Vorabend des Kriegsausbruchs standen im Heer 794.000 Mann unter Waffen. Jedes der 25 Armeekorps unterteilte sich in zwei Divisionen, die ihrerseits aus zwei Brigaden zu je zwei Regimentern bestanden. Diese wiederum setzten sich aus drei Bataillonen zu vier Kompanien zusammen. Neben den Eingezogenen meldeten sich zu Kriegsbeginn zahlreiche Freiwillige zu den Waffen. Was die Truppenstärke betraf,
war die Entente den Mittelmächten zahlenmäßig überlegen. Das Augusterlebnis. Der Kriegsausbruch wurde von den Bevölkerungen der meisten beteiligten Nationen erstaunlich gelassen aufgenommen. In Deutschland rechnete man mit einem schnellen Sieg über die Erzfeinde Frankreich und England, und selbst die pazifistischen Sozialdemokraten konnten sich mit dem Krieg arrangieren, da es im Osten gegen den reaktionären Zaren ging. Auch eine ganze Reihe von Künstlern und Intellektuellen nahmen den Krieg mit Begeisterung auf und meldeten sich in einer Art nationalen Taumel freiwillig zu den Waffen. Okay, alle waren dabei anscheinend. Die Erfolge der ersten Kriegswahn. Schon bald nach der Kriegserklärung begann die deutsche Großoffensive. Unter Verletzung der Neutralität Belgiens rückten deutsche Truppen bereits Ende August auf Paris vor. Die französische Armee zog sich auf breiter Front zurück. Viele ihrer Soldaten wurden getötet oder gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die Monate August und September gehörten zu den verlustreichsten des gesamten Krieges. Allein auf französischer Seite beklagte man 180.000 Gefallene. Angesichts der Erfolge der deutschen Armee wich die französische Regierung nach Bordeaux aus. So, hier steht was von R1 Reiter wechseln. Das machen wir mal. Alles klar. Hier gibt es irgendwelche Objekte, die wir anscheinend sammeln können. Okay. Ach, reg dich nicht so auf, Mann. Ja, aber Bruder, Mann, ist ja in Ordnung. Jetzt sind wir schnell in Rüstung hier. Ja, okay. Was ist der von uns wohl will? Können wir an dem vorbeigehen? Nee, können wir nicht. So. Attacke. Hier einmal drüber klettern. Jawohl, ja. Und oh, dem geben wir es. Alles klar, Granaten werfen wird jetzt. Guck mal einer an. Aber haben wir schon was vergessen? Nicht mehr sehen? Wahrscheinlich nicht. Okay, da muss man aber ganz schön aufpassen, dass man hier, das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Kaboom! Also man muss schon mal die Augen sehr aufhalten, damit man ja alles entdeckt. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie.
Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. So. Hier geht's nicht lang. Hier können wir irgendwas machen. Ich kann auch noch mal gucken hier, Reiter, was uns denn noch so alles fehlt. Okay, also jetzt Achsucht, du grüne Güte, da gibt's auch noch was für zu lesen. Deutscher Helm, der legendäre preußische Helm mit Spitze. Die Pickelhaube wurde von der deutschen Armee bis 1916 getragen und danach durch die effizienteren Stahlhelme ersetzt. Die verschiedenen Bestandteile des Helms, einschließlich der Spitze, Klammer auf, zur Abwehr von Säbelangriffen, Klammer zu, okay, wurden an den Rang, die Herkunft und die Waffengattung des Soldaten angepasst. Bei einigen Helmen war der Pickel abgerundet. Alles klar. So, Zunderpistole. Obwohl Benzinfeuerzeuge in den Gräben sehr verbreitet waren, nutzten die Soldaten auch Zunderfeuerzeuge. Der Baumwolldocht wurde in Salpeter oder Bleichromat getränkt, um ihn leichter in Flammen flammbar zu machen. Er wurde gelöscht, indem man ihn zurück in den Zylinder zog. So. Neues Tagebuch freigeschaltet, okay, dann trinken wir Ration Tagebücher. Ach, grüne Güte. Alles klar. Ihr seht schon, es gibt eine Menge zu lesen. August 12, 1914. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. So. 12. August 1940, endlich. Ich kann es kaum erwarten zu kämpfen. Vielleicht lindert das etwas von dem Schmerz, den ich innerlich spüre. Okay. Wer auch immer das da ist. Da weiß man auch nicht, wer das ist. 1. August 1914, heute Nachmittag um 16 Uhr, haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilisierung der Truppen für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Und das ist der Karl, oder? 1. August 1914. Es fühlt sich sonderbar an, nach Deutschland zurückzukehren. Emil kann sich wenigstens um Marie und Viktor kümmern. In den nächsten Monaten müssten sich die Dinge eigentlich beruhigen. Es ist alles so bedeutungslos. Und da die Marie, 12. August 1914. Nach Karl muss nun Vater gehen. Warum mussten sie ihn einberufen? Waren es nicht schon genug, meinen Liebsten aus dem Land zu verdammen? Nach verbannen. Warum wollen sie Vater auch noch in eine Uniform stecken? Er ist zu alt für den Krieg. Und jetzt bin ich ganz alleine, wo die Ernte vor der Tür steht und ich mich um Viktor kümmern muss. Ja, so gesehen, als ich glaube,
Natürlich ist so Soldat auch kein toller Job. Ich möchte mitmachen. Ganz ehrlich, aber ich glaube, den härtesten, am härtesten hat es da dann tatsächlich immer die Frauen getroffen, die zurückbleiben. Ach, guck mal, ja, was haben wir denn da gefunden? Brief! Ja, wie kommen wir jetzt an den dran? Kein Hinweis verfügbar. Ach, mit Dreieck war das ja alles klar. Ihr seht schon, ich muss auch noch in die Steuern reinkommen. Brief eines französischen Soldaten, 14. August 1914. Uns fehlt da was. Liebe Eltern, ich bin bereit für den Einsatz an der Front. Wir werden das Elsass und Lothringen von den Deutschen zurückerobern. Macht euch keine Sorgen. Bis Weihnachten bin ich wieder zu Hause. In Liebe, Marcel. Alles klar. Ja, aber da haben wir ja irgendwas vergessen. Also, ich trinke eigentlich ja auch lieber. Hier gibt es aber nichts. Naja, müssen wir wohl mit leben, müssen wir wahrscheinlich was übersehen haben. Ja, da geht's halt hoch, alles klar. Aber du magst Musik, okay. Dann mal eine Kiste. So, eine Schreibfeder. 1914 war der Füller noch nicht erfunden und die Schulkinder lernten mit Stahlfedern oder häufiger, Klammer auf, besonders auf dem Lande, Klammer zu, mit geschnittenen Gänsefedern zu schreiben. Durch die große Menge an Kriegskorrespondenz verbreitete sich die Stahlfeder rasant. Wir hatten das gedacht, oder? Krieg ist manchmal anscheinend auch jetzt irgendwas gut. Aber ist ja schon irgendwie cool gemacht, das Game. Muss man ja schon sagen. Ich hätte das. Könnte es denn sein, was uns da noch fehlt? Thank you very much. I'm first. Welcome to the room. Listen. Ach, ein Amerikaner. Good luck, my friend. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Ja, dann tragen wir mal die Fahne, Kinder. Ja,
so ein scheiß Job, oder? Fahnenträger. Das ist bestimmt gefährlich. Da darf man bestimmt nicht reinkommen. Ja, okay. Jetzt komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Alles klar, da hätten wir drüber rennen müssen. Ist das sehr charmant gemacht, finde ich. Nee, der Emil. Der wird doch nicht tot sein, oder? Ist er? Emil? Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat Emil Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Okay. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Okay, der hat wohl eine Rechnung offen. Jetzt geht's hier weiter. Amerikaner in der französischen Armee. Trotz der Neutralität der Vereinigten Staaten beschlossen einige US-amerikanische Staatsbürger, auf Seiten Frankreichs in den Krieg zu ziehen. Um nicht ausgebürgert zu werden, meldeten sie sich zur Fremdenlegion. 24 dieser Legionäre fanden den Tod, unter ihnen auch der junge Dichter Alan Seeger. Frettchen, das Medieninteresse, das sie in ihrem Heimatland hervorriefen, trug maßgeblich zum Kriegseintritt der USA 3 Jahre später bei. 1923 wurde ihnen zu Ehren in Paris auf dem Place des États-Unis ein Denkmal errichtet. Also ich bitte zu entschuldigen, wenn ich hier den französischen Kram nicht richtig ausspreche. So. Die Schlacht an der Marne. Nach seinem Rückzug im August gelang es dem französischen Heer, sich neu zu formieren und den deutschen Truppen entgegenzutreten. Am 6. September begann die französisch-britische Gegenoffensive und zwang die deutsche Armee in der Schlacht an der Marne, sich nach Norden zurückzuziehen.
Damit war der nach dem Grafen von Schlieffen benannte deutsche Angriffsplan gescheitert und der Fall von Paris abgewendet. Ab Dezember verfestigte sich die Front und der blutige Grabenkrieg begann. Die Maschinengewehre stehen exemplarisch für die Bedeutung des technischen Fortschritts während des Ersten Weltkriegs. Zu Kriegsbeginn verfügte jedes Infanterieregiment über eine Maschinengewehrkompanie mit jeweils 6 MGs. Zunächst waren die MGs zu schwer, um der Infanterie folgen zu können, doch im Laufe des Krieges wurden leichtere Varianten entwickelt. Mit ihrer enormen Feuerkraft, 400 bis 500 Schuss pro Minute, machten sie die im Krieg bisher so wichtige Kavallerie praktisch bedeutungslos. Zu Beginn des Krieges wurden Maschinengewehre hauptsächlich von der deutschen Armee eingesetzt. Die Eroberung von Fahnen. Fahnen besaßen 1914 eine große Symbolkraft für die Regimenter aller Armeen. Eroberte Fahnen wurden im Generalstab wie Trophäen ausgestellt. Also hier wie die Trophy List von der PlayStation. Im Fall einer Niederlage nahmen sich die Soldaten Zeit, die Fahne zu vergraben oder zu verstecken, damit sie bei ihrer Gefangennahme nicht in die Hände des Feindes fällt. Mit dem Beginn des Grabenkrieges verschwanden die Fahnen langsam von den Schlachtfeldern und wurden nur noch für militärische Zeremonien hinter der Front hervorgeholt. So. Hier gibt es auch neue Sachen zum Sammeln. Wir sind ja jetzt auch ein neuer Soldat. Wir haben tatsächlich dann im ersten Kapitel was übersehen. Ja, schön. Und wo, wie sprengen wir das? Ist klar. Achso. Wollen wir los, eine Brücke sprengen. Ach, Fritzchen. Du hast Futter, du hast Saufen, jetzt gehen wir da. Neue Tagebuch auf der grüne Tagebücher. Ach, der Emil. 20. August 1914. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. Und die Marie hat auch was geschrieben. 24. August 1914. Dieser Brief hat mir so einen Schrecken eingejagt. Unser armer Vater wurde verwundet und ist in die Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob seine Verwundung ernst ist und er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass Gefangene Briefe erhalten dürften. Morgen werde ich ihm schreiben. Ja, der Karl passt schon auf den auf, der Baba. Doch auch schon was übersehen. Was soll denn das alles sein, Emma? Da muss irgendwo eine Hundemarke rumliegen, oder wo denn? Ach, guck mal eine an. Ja, ich renne jetzt nochmal zu dieser letzten Fundstelle und jetzt lese ich euch das vor, was da so steht. Gell? Wir haben hier französische Identifikationsmarke. Nach der französischen Niederlage gegen die Preußen 1870-1871 wurde 1881 die französische Identifikationsmarke mit dem
Vor- und Nachnamen des Soldaten, dem Jahr seiner Einberufung, seinen Geburtsort und seine Erkennungsnummer eingeführt. Die Hundemarken wurden benutzt, um die Gefallenen auf dem Schlachtfeld zu identifizieren und dem Problem der vermissten Soldaten und unidentifizierten Leichen beizukommen. Knopf einer französischen Uniform. Der lange blaue Mantel der französischen Armee war mit goldenen Knöpfen versehen. Während die Soldaten anderer Armeen bereits feldgrau trugen, machte die auffällige Uniform der Franzosen mit ihren glänzenden Knöpfen und den roten Hosen die Soldaten an der Front zu einem leichten Ziel. Also, die armen Franzosen haben eine Zielscheibe quasi mit sich herumgetragen. Wir auch nur. Erzählen wir nicht, dass ich das jetzt sprengen muss. Ah ja, alles klar. Ist ja gar nicht so schwer alles. Das nachladen. Okay, eine Schleichmission. Self-Action-Kinder. Sollen wir sie sprengen? Komm, wir sprengen sie! Schabum! Die Armee ist wieder, oder? Hier kann ich noch Rambo machen. Okay. Ist es nicht cool? Ist schon lustig gemacht irgendwie, alles in allem. Ja, wir haben noch was gefunden und wir haben schon wieder was übersehen. Ist ja total abgefahren. Also kann man ruhig nochmal spielen und weiter so. Deutsche Patronen. Deutsche 7,92 mm. Mauserpatronen. Der Durchmesser der deutschen MG-Munition war standardisiert. So konnten sie
in leichten und schweren MGs benutzt werden. Der gleiche Durchmesser wurde für das Standardgewehr K98K verwendet. Nur die C96-Pistole der Offiziere nutzte das Kaliber 7,63 mm. Ich frage mich immer noch, wollen wir das wissen? Ja, alles klar, Mann. Ist hier schon in Ordnung. Also, ich bringe mir nicht im Weg rum. Ich bin hier eigentlich mit dem Feigling. Aufstehen, Mann. Was? Hat er jetzt was Deutsches gesagt? Ich weiß ja nicht. Will er nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir können uns auch friedlich einigen, Mann. Scheinbar nicht. Da noch ein Granat drauf. Mir geht's manchmal genauso wo wie dem Bunny Boy.
Machen wir denn jetzt? Tomaten, okay. Schmeißen wir dem doch einfach mal eine Tomate an den Kopf. Warum hat das nicht funktioniert? Der müsste doch schon längst tot sein. Der darf doch gar nichts mehr sehen, dürfte er doch dann. Wenn wir den jetzt da runter prügeln müssen? Wahrscheinlich nicht. So. Irgendwie hat er ja eine Rechnung offen mit den Jungs. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. So. Und hier ist dann jetzt erstmal Ende mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge auch wieder rein. Bye, bye.